Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, zwei Gründe gibt es, warum ich ein heiliges Gebot durchbreche, nämlich diese Angst, ja, diese Rechte, was man zeigen darf im Internet und was man nicht zeigen darf. Aber ich werde trotzdem heute die wilden Kerle vorstellen. Tja, warum? Weil sie waren, solange ich als Buchhändlerin gearbeitet habe, die absolute Nummer eins. Und dass Leanders Leseladen eine der Buchhandlungen war, die die großartigsten Geschäfte mit den wilden Kerlen gemacht hat, beweist die Tatsache, dass ich diesen Originalkerl hier von Diogenes geschenkt bekommen habe. Das war noch in den 80er Jahren. Tja, damals hat man Buchhändler noch so richtig geschätzt als Verlag. Also der ist auch bei mir geblieben. Ich habe sie alle gekriegt und auch das große Display. Aber ich habe einige davon verschenkt und zwischendurch hat es mir sehr leid getan, aber das ist eine andere Geschichte. Inzwischen tut mir das nicht mehr leid, denn die müssen ja in die Welt. Nur der geht mit mir ins Grab. Eines Tages. Zwei Gründe gibt es, warum ich die wilden Kerle im Moment so besonders wichtig finde. Erstens, das findet man bei uns auf der Homepage, nämlich Fotos von unserem Garderobenschrank, da ganz oben ist dieses Display von den wilden Kerlen und da sitzt er normalerweise, sehr zur Freude aller unserer Gäste, die ihn natürlich sofort entdecken und in helles Entzücken ausbrechen. Und auch unser Kater, beziehungsweise es ist ja gar nicht unser Kater, es ist unser Gastkater, der hat den entdeckt und hat beschlossen, sein bester Freund zu werden. Da sieht man auf den Fotos, wie das dann aussieht. So, dass man als Katze wunderbar neben ihm schlafen kann. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, dass in der Zeit, das ist diese Wochenzeitschrift vom 3. Juni, ein Riesenartikel ist über Madonna und Michael Jackson und warum sie diese Wahnsinnsstars sind. Und da steht hier, das Wesen von Pop ist, stets Kommentar zur Zeit zu sein, wie unbewusst oder unbeabsichtigt auch immer. Erfolgreich, massenkonsumierbar ist am Ende nur, was die Stimmung der Zeit tatsächlich transportiert. Ich behaupte, das gilt nicht nur für Madonna und Michael Jackson, sondern das gilt auch für Kinderbücher. Ich habe mich immer gefragt, was ist das Geheimnis von den wilden Kerlen? Ich darf es nochmal zeigen, die wilden Kerle von Moritz Sendak im Diogenes Verlag erschienen vor ewigen Zeiten. Und immer, immer war es das absolute Lieblingsbuch aller Kinder. Tja, und ich habe mich gefragt, was ist es? Denn damals war es ja so, dass man gar kein wilder Kerl sein durfte. Und so fängt die Geschichte ja auch an. Seine Mutter schickt ihn auf sein Zimmer ganz allein. Und ohne Abendessen, nicht den wilden Kerl, sondern den Max. Und da kann man sehen, da ist ein Passepartout um das Bild. Weil ich ja nicht so viele Bilder zeigen darf, kann ich jetzt nicht zeigen, dass das Passepartout immer kleiner wird. Also am Anfang, als Max der wilde Kerl sein will, da ist das Passepartout riesengroß und er selber ist so klein, wie er eben Jenny hat. Aber dann wird er von der Mama zur Strafe, hieß es damals, auf sein Zimmer geschickt. Und jetzt ist er noch richtig böse. Aber von Seite zu Seite wird das Passepartout immer kleiner und werden die Bilder über ihn immer größer, bis er ins Land der wilden Kerle geht. Und das ist nun auch dieses wunderbare Transparent, was bei uns auf dem Garderobenschrank steht. Und was machen die da? Tja, Krach machen sie. Und sie spielen. Naja, Krach stört eine Katze beim Schlafen nicht. Und spielen ist sowieso immer wunderbar. Also eigentlich, und das war mir dann klar, ist das die Fantasie, die sich entwickelt, wenn ein Kind allein in seinem Zimmer ist und nichts hat, nichts zu essen, nichts zu spielen, sondern vollkommen auf sich selber konzentriert ist
und seine eigene Fantasie entwickelt. So wie alle Leute, also eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass diese Super-Pop-Stars von den Leuten sozusagen von der Bühne gefegt werden. Die stehen da in ihrer goldenen Pracht und verkörpern da ihren wahnsinnigen Reichtum. Und da unten im Publikum sitzen 85.000, die sich wahrscheinlich diese Karte vom Mund abgespart haben. Aber, und das ist das Entscheidende, sie träumen davon, dass sie, und ich würde sagen, der schönste Traum wäre eben, dass sie wilde Kerle sind. Dass sie selber Krach machen und dass sie selber spielen. Tja, das wird dann allerdings nach einer gewissen Zeit auch wieder langweilig. Und da verabschiedet sich der Max aus dem Land der wilden Kerle und fährt nach Hause zu seiner Mama, wo dann wieder Ordnung und Regeln sind. Und in diesen Regeln des bürgerlichen, da stockt sich mir sogar die Sprache, des bürgerlichen Lebens, da darf man halt nicht so viel Krach machen. Aber in der Fantasie darf man das. Und manchmal da, wo es hingehört. Tja, es wäre schon gut, wenn einige heutzutage manchmal laut schreien würden. Darüber, dass viele Leute meinen, die wilden Kerle bräuchten wir nicht mehr. Sagen mir manchmal junge Eltern, mein Kind darf ja sowieso wild sein, das braucht diese wilden Kerle gar nicht mehr. Weit gefehlt. Natürlich brauchen sie die wilden Kerle, denn die ersticken nicht in Plastikspielzeug in ihren Kinderzimmern und rasen nicht mit ihren Fahrrädern anderen Leuten zwischen die Beine, sondern die leben ihre wilde Fantasie aus, da wo sie hingehört und da wo sie zur Kreativität des guten Lebens wird. So wie das für Max ist. Und das ist das Geheimnis von den wilden Kerlen. Deshalb brauchen alle Kinder nach wie vor dieses Buch und die Freundschaft der echten wilden Kerle.